Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Orks Schnetzeln mit mir, euren Rob. Wir sind jetzt auf der versteckten Schlucht und ich hatte doch nebenbei was gekauft. Gucken wir ins Buch rein. Ja, ich habe hier diese Schwefelfallen gekauft. Die werde ich mal dafür reinnehmen. So, das muss nach dort, damit ich es aktivieren kann. So, hier kommen jetzt das erste Mal von da oben Flieger, die wir töten müssen. Die haben noch zwei Bogenschützen und jeweils hinten nochmal, glaube ich, zwei Bogenschützen. Ja, genau, okay. Also die Gegner können von hier kommen und dann wieder da oder dort lang gehen. Das heißt, wir machen erstmal hier dicht. Und am besten den Gang auch noch enger. Wo machen wir den am besten enger? Hier, eins, eins, zwei. Und da müssen sie lang. Okay, zack. So, mehr Cash haben wir nicht. Das heißt, go, es geht los. Wir werden auch gleich unsere Münzcoin aktivieren für mehr Münzen. Und auf geht's. Da werden jetzt für die Orks geplättet. Bogenschützen schießen wir hinten mit und wir können uns schön gemütlich auf den Rest konzentrieren. Ich werde erstmal jetzt hier den linken Weg komplett mit Fallen zubauen und rechts werde ich halt ja selber verteidigen. Müsste eigentlich klappen. Vielleicht schaffen wir auch mal jetzt alle Schädel, weil da kann man nicht runterfallen. Halt sterben könnte ich, das wäre das einzige Problem. Und ein Flieger könnte durchkommen. Ich bin leicht wieder mal erkältet, ne? Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, es ist trotzdem nicht so dramatisch. So, wir haben alle abgewehrt. Wir gehen jetzt hier rüber. Vielleicht soll ich auch den Coin auch nicht gleich am Anfang aktivieren, sondern warten, bis genügend Gegner da sind. Ja, mal gucken. Drüben sind noch zwei. Den müssen wir uns noch holen, den einen. Oder unsere Bogenschützen machen das. Einmal frei, das ist sehr gut. So, die sind auch tot. Nächste Welle kommt. Das heißt, wir bauen mal hier weiter. Ist halt echt teuer mit den Barrikaden. Ah, jetzt kommen die Flieger. Da kommen sie. Geilen Fledermäuse. Ekelhaft. Treffe ich die überhaupt mal? Waren das nur drei? Ist ja langweilig, wenn nur drei kommen. Ja, das ist zu weit weg. Die treffe ich nicht. Ich komme gleich von unten. Das heißt, ich muss mich auf beides konzentrieren. Und die machen halt meine Bogenschützen kaputt. Das kann ich nicht gutheißen. Also müssen wir die als Prio 1 töten. Ja, die müssten da noch sterben in den Fallen. Ich habe also eine Schwebefalle. Da können jetzt drei Leute sich dran verbrennen. Bevor die sich reaktivieren muss oder reanimieren muss. Keine Ahnung. Bevor die sich wieder auflädt. Und ist das immer nur einer. Und dann würde die eine neue Zeit brauchen, um sich aufzuladen. Aber ich habe es ein bisschen upgradet für zwei Schädel. Die kann jetzt drei Typen verbrennen und dann ist erst Schicht im Schacht. So, hier weiter wird gemetzelt. Oben sieht's ruhig aus. Wir können einfach weiter rumballern. Nächste Welle in 6 Sekunden. So, hier sieht's schon mal recht gut aus. Wie lange lebt denn das Teil? Ob jetzt wieder da? Und theoretisch wäre es Zeit für eine Münze. Aber es sind gerade zu wenig da. Da ruhig ein paar mehr schicken. Das ist viel zu wenig. 17 wert. Gucken, was sie sonst wert sind. So, alle tot. Hier kommen jetzt wohl die Flieger. Oh, Alter. Hab ich nicht rum, ich sehe so komisch aus. Warum leuchte ich denn so komisch hier? Das möchte ich nicht. Wow, das sind die Bomben. Machen echt ordentlich Damage. Und töten halt meine Bogenschützen.
Ja, die Seite halt keine Fallen, muss ich halt alles selber töten. Habe ich mir aber so ausgesucht. Bisschen Platz hab ich noch nach hinten. Ah, diese schnellen Ratten, die muss ich echt... Die muss ich sofort töten. So, jetzt können wir noch die Coins einsammeln. Oder die Münzen besser gesagt, immer das Denglisch. Aber man ist halt mittlerweile so, ne, englifiziert. So, machen wir das noch mit hin oder machen wir drüben erstmal was? Ich könnte jetzt... Ich mache hier auf jeden Fall... Machen wir safe. So, hier zurück. Dass sie nach da wiederkommen. So, und hier bauen wir noch solche Fallen erstmal hin. Wenigstens ein bisschen was. Plan wieder verworfen. Nur mit nur einer Seite verteidigen, dass man einfach beide Seiten die Fallen zugekleistert. Wir haben ja noch genug Cash. Ich wollte eigentlich Mana sammeln. Denn ich kann meinen Dings wieder aktivieren. Meine Münze. Das heißt, genau jetzt. Und dann leuchte ich so komisch oder was? Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Mein Bogenschütze ist tot, das ist nicht gut. Aber alle mehr Cash wert. Jetzt nicht mehr. 26 Ende gebracht, ne? Die normalen Orks sind nicht mehr mit da, das sehe ich leider nicht. Alter, das wird jetzt echt knüppelig. Muss ich lieber meine ganzen Bogenschützen weghauen. Den muss ich echt töten, so diesen Tod. Diese Armbrustschützen nerven mich auch ein bisschen. Also hier vorne sind die Armbrustschützen tot, meine Bogenschützen. Weiß gar nicht, ob die jetzt wiederkommen, wenn wir die Horde wieder entfesseln können. Sagen wir, wenn wir eine besondere Welle geschafft haben. Nächste Welle in ein paar Sekündchen. Jetzt habe ich halt keine Armbrustschützen mehr, Bogenschützen hier mehr. Was waren sie vorhin mehr? 16, 17, ne? 10 sind sie jetzt wert, okay. Ich brauche hier drüben doch noch ein paar mehr Fallen. Weil ich müsste mich eigentlich um die Flieger kümmern. Oh, die trifft mal zu schlecht. Oh, die sind auch gefährlich. Oh, oh, oh. Oh, fast tot. Ich lebe wieder. Aber hier kommen irgendwo die Flieger lang. Zum Glück habe ich hier noch ein paar Bogenschützen. Aktivieren, wir brauchen mehr Coins. Mehr Coins, mehr Münzen, Mensch. Aber durchgekommen ist noch keiner, das ist gut. Wir haben eine 5 von 9, das ist auch okay. Ich glaube, drüben kommen wieder Flieger. Oh, wir sind schon Flieger. So, nächste Welle. Hier geht's Schlag auf Schlag, ey. Ja, die haben einfach meine Barrikaden weggeräumt. Wenn man Barrikaden baut, da kommen immer diese Viecher, die sie wegmachen. Baut man keine, kommen sie nicht. Das ist schon noch komisch, ey.
Das heißt, wir brauchen einfach überall solche Flames. Kann ich mit den 900 für die Falle sparen, kann ich gleich direkt eine richtige Falle bauen. Und drüben kommt Flieger. Ne, doch nicht. So, den hole ich mir. Dich hole ich mir. Zack, weg bist du. So, ich sehe noch keine Flieger wieder. Das ist gut. Theoretisch können es jetzt auch dann... Oh ne, kommen wir hier. Die müssen echt weg. Die sind so gefährlich. Vor allem, wenn die mich treffen. Da ist man instant mal schnell down. Und das ist nicht gut. Ja, die Verbrennung nicht mal, oder was? Super. Sind jetzt die Fallen wieder da? Die sind nicht da. Ja, klar. Ja, da kann ich es verkaufen. Da hole ich mir für das Geld solche Brandfallen. Das können wir auch verkaufen. Da lohnen die echt nicht, die Barrikaden. Also zumindest finde ich so. So, die sind aber noch da, das ist sehr schön. Wir haben ein paar Brandfallen, wir haben hier ein paar Brandfallen. Und alles, was wir jetzt noch an Cash bekommen, knallen wir gleich in Fallen rein. Flieger kommen noch keine. Ja, es gibt auf jeden Fall echt mehr Money, wenn ich hier diese mehr Münzen, mehr Money. Jetzt weiter mit Coins, ne? So, die haben wir. Die Dicken, die können jetzt hier verbrutzeln. So, wollen wir fallen hin? Fallen, fallen, fallen. Fallen hier euch. Haben die Bogenschützen abgeräumt? Das ist sehr gut. Wir können weitere Fallen bauen. Nächste Welle kommt gleich. Meine Münze ist auch fast wieder ready, das heißt, wir kriegen gleich nochmal einen kleinen Schub. Ich glaube, ich töte, kann immer nur einen damit töten, oder was? Das ist aber so eine Schroh, die geht doch durch. So, und jetzt muss ich Mana sparen. Und vor allem die muss ich fokussen, ne? Das ist echt wichtig, dass meine Bogenschützen überleben. Nicht genug Cash. Oh, der Bogenschütze stirbt gleich. So, und jetzt können wir noch ein paar Coins holen. Münzen natürlich, ich meine Münzen, Münzen, Münzen. Oder ich buggy gewesen und was war das jetzt? So, der ist tot, hier steht auch noch. Ja genau, daneben, Alter. Schön zwischendurch. So, jetzt sieht's recht okay aus mit den Lavafeldern. Und jetzt kommt noch die letzte Wave. Welle natürlich. Vielleicht schaffen wir es mal eine Folge nur Deutsch zu sprechen, aber ich glaube nicht dran. Aber muss man das eigentlich abquatschen, oder? Ja, ich finde es so egal, ob jetzt nun Deutsch, Englisch. Wird eh mittlerweile alles gemischt. Kann man jetzt gar nicht mehr so sagen, wie das ist richtig und das ist falsch. Ah, die zu treffen da oben, ey, ist echt schwierig und selbst nicht gehittet zu werden.
So, wir haben alle getötet. Das ist sehr gut. Wir haben noch etliches an Cash. Das ist noch besser. Und hier können alle schön verbrennen. So, ich habe auch weggeberstet. Und ich würde sagen, das wird so, denke ich mal, gleich gewesen sein. Ne? Vielleicht kommt noch was ganz großes, dickes. Ich habe vorher nicht auf die Map geguckt, was da stand. So, alles Armbrustschützen ist okay. Wir können ja in Ruhe verbrennen, das stört mich null. Ah, ich weiß, was die holen. Die wollen meine Bogenschützen holen. Ja, wieso nicht, Freunde? So nicht, ne? Der Bogenschütze bleibt. Und da ist alles einfach mal weggebrannt durch die Lava. Und hier müsste auch alles gleich wegbrennen. Sehr schön. Und da haben wir es auch geschafft. Und wir müssten 5 Schädel bekommen. Denn wir hatten eigentlich keine Fehler, ne? Ja, sehr schön, wir haben mal fehlerfrei gespielt. Unsere Belohnung gibt es dem Verdrescher, die Deckenfalle. Wir gucken nochmal schnell ins Zauberbuch. Ja, das ist, wie gesagt, die neue Schwefelfalle, die ich gekauft habe. Hab hier schon einmal verbessert. Was kann man noch? Lädt sich schneller wieder auf. Okay. Im Brand gesteckte Gegner verbrennen länger, brennen länger, so rum. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal... Also von der Falle bin ich jetzt irgendwie weg. Ne, die mag ich nicht mehr. Die ist okay. Die ist okay. Das Slowen ist nicht schlecht, aber ich mache lieber Damage als zu Slowen. Und da würde ich sagen, wir machen... Sie kann 4 verbrennen. Aber bei 5 ist echt teuer, kostet 12. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu. Wer Bock hat, kann gerne abonnieren. Bis dahin, tschüss.